Jo Leute, ich bin's wieder, Markus von LappenGV. Ja, wir spielen heute, ja, Battlefield Hardline, das erste Mal Kampagne spielen wir. Und drücken Enter. Und ja. Wir legen jetzt gleich mal los, ne? Erstmal Optionen hier. Kurz, ja. Ich weiß nicht. Herr Wega Dinge. Oh nein. Ja, passt schon. So. Ja, wir spielen Officer. Würde ich sagen. Auf jeden Fall. Wir spielen jetzt mal ein bisschen Hardline-Kampagne. Es soll nicht gut, so gut sein. Aber naja, schauen wir mal. Okay. Prolog. Sehr schön. Ja, Battlefield Hardline ist ein gutes Spiel. Ich bin krank, wenn ihr es wissen wollt. Warum ich so klinge, ich bin krank, ja. Leider. Ich bin seit 3 Tagen krank oder so. Mir geht's einigermaßen okay, also ich kann noch leben. Kann ich bei Battlefield Hardline spielen, nein, nicht so richtig. Hab natürlich schon online gespielt. Wäre schon ein bisschen angeübt. Aber das hat ja nichts mit Kollegen zu tun. Ja. Hoffen wir es mal, dass es klappt. Ich bin mal heiße. Ja, Musik. Schaut euch diese herrliche Landschaft ruhig noch ein letztes Mal an, Männer. Sowas werdet ihr für eine ganze Weile nicht mehr sehen. Nicholas Mendoza. Scheiße. Wenn du hier landest, hast du es wirklich richtig verkackt. Pass mal lieber auf deine Waffe auf, Deputy. Bevor sie dir einer dieser Herren abnimmt. Korrupte Cops wie dich sehe ich sehr gerne in meinem Bus. Es heißt, das System funktioniert. Genieß die Fahrt, Detective. Miami, Florida. 3 Jahre zuvor. Alles klar. Hier ist es. Okay, das sollte nicht lange dauern. Sollen wir die schnell einsacken und dann essen gehen? Ja, okay. Ich kenne einen guten Kubaner in der Nähe. Ein Kubaner? Junge, Junge, Nick, du läufst keine Streife mehr. Da geht mehr als Bohnen mit Reis. Ernsthaft? Bohnen mit Reis? Ich bestell für dich. Ich hab eine Idee. Ich such den Laden aus, ne? Ich garantiere dir, du wirst nie wieder Matsch mit Pampe essen wollen. Mal kubanisch gegessen? Hey, diesmal gehst du voran, okay? Knallharter Zugriff. Konzentration, Zielperson finden und alle ausschalten, bevor sie zur Knarre greifen können. Ja, hab ich schon mal gemacht. Aber noch nicht mit mir. Okay, dann los. Und leg ein bisschen Bass in deine Stimme. Los geht's. Klopfen. Polizei! Wir kommen rein! Polizei! Keine Bewegung! Keine Bewegung! Die Hände hoch! Die Hände hoch! Ich will die Hände sehen! Langsam zurück! Und weg Ihr von dem Tisch! Ihr habt euch die falsche Tür ausgesucht. Wir können über alles reden. Okay. Schön die Hände oben lassen und langsam umdrehen. Langsam. Ganz lang. Du machst einen Riesenfehler, Mann. Wir sind doch alle Freunde. Umdrehen. Ganz so langsam. So eine verdammte Scheiße. Das weißt du ja wohl. Das ist doch ein einziger Witz hier. Morgen früh bin ich wieder draußen, Bulle. Verlass dich drauf. Ach ja? Bei dem Kuckshaufen. Fickt euch! Ich will nachladen hier, ey. Na, das ist aber schnell eskaliert. Was war das denn bitte? Hast du die Tür nicht gesichert? Ich mach die Festnahmen. Du solltest hier aufpassen. Naja, durchsuch die Leichen. Vielleicht findest du raus, was die vorhaben.
wie irgendwas. Null? Nichts? Oh, Geld. Viel, viel Geld. Nur das mal. Bingo. Was hast du? Brieftasche. Ausweis. Sagt dir das was? Nein. Sagt mir nichts. Schade, dass keiner mehr zum Verhören da ist. Hey, hatte keinen Bock auf Burger, bin zum Kubaner. Wer hat Hunger? Hey, stehen bleiben! Los, ihm nach! Los, los! Den hol ich mir! Keine Bewegung! Hände hoch! Ja. Das macht alles nur schlimmer! Starter, Treppe runter! Los! Ich glaube nicht, dass er noch lebt. Das wäre schon... Keine Bewegung! Wir haben einfach noch lebt, Alter. Wir haben einfach noch lebt, ey. Wenn wir so einen Scheiß gekauft haben. Du hast das Recht zu schweigen! Leck mich, verdammt! Oh, den Spruch kennst du schon, ne? Kampagne. Mission 1. Schule hat begonnen. Captain Dawes mag keine misslungenen Einsätze und der letzte Einsatz war mächtig misslungen. Seine Leute gehen ihn aus dem Weg, wo sie nur können. Aber das klingt nicht jedem. Ja. Jetzt mal Kriegsteil. So ein bisschen. Perfekt gesucht. Kendler vor Leftwands. Okay. Oh, weiter können wir. Nach einer Razzia in einem Overtown-Hotel gibt es 5 tote Verdächtige und eine Festnahme. Das ist diese Woche schon der 4. Zwischenfall mit Drogengewalt in Miami. Wir schalten jetzt live zu einem Sky-5-Exklusiv-Interview mit Captain Julian Dawes. Es handelt sich um laufende Ermittlungen. Also kein Kommentar? Es handelt sich um laufende Ermittlungen. Das ist mein Kommentar. Kein Kommentar hieße kein Kommentar. Wo zur Hölle sind alle? Im Drogenkrieg. Hab's im Fernsehen gesehen. Ein echtes 80s-Revival. Morgen ziehe ich den weißen Anzug wieder an. Bitte mit rosa T-Shirt. Stodato kriegst du Sonderkommission. Mendoza und Dow in mein Büro.
Ihr zwei kennt euch? Naja. Gut, dann seid ihr jetzt Partner. Setzen. Mendoza, du hast mehrere Kilo Koks sichergestellt. Glückwunsch. Erklär mir mal, warum Koks gestempelt wird. Als Beweis, dass es nicht gestreckt wurde. Richtig. Den Stempel deines Kokains kennen wir noch nicht. Deinem Fang zufolge stammt es von Tyson Letchford, den Detective Dow schon gut kennt. Bringt ihn doch mal für einen kleinen Plausch her. Sir, Mendozas letzter Einsatz, bei allem Respekt, war das reinste Desaster. Ihr macht das schon. Einen schönen Tag. Okay, los geht's. Ich habe in dem Hotelzimmer übrigens nur getan, was Stoddard wollte. Aber ja, natürlich. Keine Entschuldigung, Detective. Das ist keine, nur Kontext. Ich glaube, das wird jetzt was viel gelaber sein. Was muss ich zu Tyson Letchford wissen? Er vertickt Koks an Bonzen. Deine Festnahmen sind nicht auf Tysons Level. Aber manchmal beschenkt er seine Ghetto-Kumpels von früher. Dann suchen wir mal einen. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Hey, pass auf dich auf. Im Drogenkrieg geht's wirklich zur Sache. Ich weiß. Ich habe im letzten halben Jahr zwei Freunde verloren. Wachleute. Ja, hab davon gehört. Tut mir leid. Mir auch. Miami ist ein Drecksloch. Dann lass uns sauber machen. Stopp unser Job. Genau das hat Stoddard über dich gesagt. Was hat er gesagt? Dass du den Polizeijob hey, liebst. Officer, Ihre Windschutzscheibe ist dreckig. Ich mach das schon. Ach, Mann, hey, schon wieder. Pfoten weg von der Scheibe. Okay, okay. Hey, durfte ich, naja, ich meine, durfte ich 5 Dollar kriegen? Ja, ja, ich weiß, ich nennen wir es Schutzgeld. Tut mir leid. Nicht im Dienst. Okay, okay, kein Thema. Wünsche trotzdem alles Gute. Schön aufpassen. Arschloch! Weißt du, ich bin hier ganz in der Nähe aufgewachsen. Echt? Sozialer Aufstieg, hm? Lass mich raten. Du bist vom South Beach. Nein. Nein. Los Angeles. Orange County. Oh. Sozialer Abstieg, hm? Ja. So in etwa. Was ist los? Sicher, was mit Drogen? Untersuchung, lehn ich ab! Hinreichender Verdacht, Vollidioten, egal was du ablehnst. Hey, Gooseman, wer ist denn das? Unser alter Freund Hux hat den ganzen Kofferraum voll mit Hotshot-Shit. Runter! Hux, wo ist dein Freund Tab? Keine Ahnung, wo Tab ist. Ah, er sucht nach Tab. Ja, weißt du was? Nein, aber sein Freund Briggs, er war mit Tabs Leuten drüben auf der 12. Danke, Gooseman. Hast mir geholfen. Sehr gut, Detective. Scheiße! Mach auf! Das ist mein Haus! Was soll ich denn machen, wenn sie mir SMS schreibt? Du bist hier aufgewachsen, aber nicht in Miami geboren, ne? Nein. Havanna. Wow, wie bist du abgehauen? Richtig abgehauen. Mit meiner Mom. Ziemlich taffe Lady. Und dein Vater? Keine Ahnung. Hab ihn seit 20 Jahren nicht gesehen. Genau vor dem sind wir ja abgehauen. Ist er noch in Kuba? Ich nehme mal an. Er ist tot. Wäre mir aber auch egal. Hört sich ja wirklich toll an. Toll war an dem überhaupt nichts, glaub mir. Ja, der Richter hat mir keine Verfügung gegeben. Weil ich keine Rechnung habe. Ich meine, wo soll ich denn die verdammte Rechnung herkriegen, wenn ich nicht mehr weiß? Das ist eine gute Frage. Scheiße! So eine Scheiße! Okay. Gibt es hier ein Problem? Das Scheißding geht nicht zu. Viel Erfolg noch. Fick dich! Soll ich Verstärkung rufen, Mendoza? Ja. Die Zentrale soll ein SWAT-Team schicken. Läuft bei der Alten. Nicht
Wagen einen Rücken, gibt es nur Ärger. Hier 13. Wir steigen aus. Verstanden, 13. Die Stadt hat das Viertel abgesperrt. Es gibt nur einen Eingang. So macht man die Leute nur wütend. Lauf weiter. Der Typ, den wir suchen, hängt hier normalerweise rum. Normalerweise. Ist schlimm, wenn man die ganze Zeit krank ist, ey. Schlimm, schlimm. Ich war lange nicht mehr hier. Geh du voran. Super. Zwei. Ja. Was ist das denn an deiner Hose, Officer? Thomas, soll ich dich filzen? Ich weiß, was ich finde. Und ob du das weißt. Ruben, stopf ihm endlich das Maul. Und pack das in den Tisch. Moment! Ich hab gar keine Tüte. Keine Tüte. Ich hab keine braune Tüte, keine Papiertüte oder Plastiktüte. Yeah. Das war's für ein Date oder was? Auf die Kumpel. Ruhig eine ganze Stunde. Vorsicht! Komm schon, Max! Achtung, Mendoza! Der ist unberechenbar. Geh du vor, ich kenn den Typ. Na? Hab doch gesagt, das klappt. So läuft's immer bei mir, Baby. Immer und ewig. Okay. Ist klar? Halt! Was soll das denn? Miami PD. Wir hätten da ein paar Fragen. Yo, Detective. Wer ist das denn? Mein neuer Partner, Briggs. Wir spielen böser Cop, ganz böser Cop. Dein Freund Tab. Wo steckt er? Mann, leck mich! Okay, ganz böser Cop also. Nick, schnapp ihn dir. Sag mir, wo Tab ist, dann bist du uns los. Ist klar. Freund und Helfer am Arsch, ey. Er chillt auf der Couch, okay? Mehr wollte ich gar nicht wissen. Los, Mendoza. Irgendwann kriegen sie dich dran, yo! Ich kenne meine Rechte! Was? Wir stehen einfach hier? Ist das wirklich klug? Nein, aber letztes Jahr wollte er einen Undercover-Cop töten. Scheiß auf dich! Los, Tabs Couch ist in den Arcola Sozialbau. Da ist er sicher nicht lange. Ach, Scheiße, das sind Tabs Leute. Die dürfen nicht wissen, dass wir da sind. Los, komm! Okay. Oder was? Okay. Versteh ich. Hier lang. Das wirst du doch keinem erzählen, oder Partner? Weiß nicht, wovon du redest. Aber Junge. Okay, komm. Oh. Okay. Super. Das hättest du nie machen können, oder? Nein. Geh durch. Na, besten Dank. Übrigens, der Desaster-Kommentar tut mir leid. Wohl eine haarige Situation. Aber du hast es geschafft. Was hältst du eigentlich von Stoddard? Wir waren nur kurz Partner. Er ist ein Elefant. Die Welt nennt.
Warte. X, du kenn ich. Ich glaube, da ist was runtergefallen. Wenn die Klima kaputt geht, nicht meiner Schwester. Wenn die kaputt geht, repariere ich die. Katze. Da vorne ist Ted. Aber um an denen vorbeizukommen, müssen wir mindestens einen ausschalten. Ja, okay. Ja, wahrscheinlich mit der Pizza. Scheiße, das geht nicht, Mann. So eine Kacke. Mann, echt? Stimmt schon. Wir hören fürs Netz zu. Tap ist das mieseste Spar. Hey, shh, sei mal still. Da ist was. Sowieso. Wir suchen Tyson. Bist du ihr neuer Partner? Und wie ist Karate mit ihr? Ich mach Krav Maga. Karate ist Esoterik-Scheiß. Du bist krass. Tab und Tyson waren wie Brüder. Weiß mit Vorliebe fürs Ghetto. Tab ist nie rausgekommen. Steh auf. Hände auf den Kopf. Ah. Hey, Tyson. Tab, wo ist er? Viele Leute suchen Tyson. Ihr wisst doch Bescheid. Er taucht ab. Die Lebenserwartung ist in der Szene gerade nicht so hoch. Wäre schön, wenn du uns sagen könntest, wie hoch genau. Nicht meine Gehaltsklasse, Fidel. Nick, nimm ihn fest. Das wurde auch Zeit. Hallo, geht dir bei sowas eine Abbulle? Anfangs ja, und dann wird's öde. Tab. Ich bin schockiert, Alter. Ich hab ein Rezept dafür. Es gibt einen Haftbefehl. Dein Koks versteckst du unter der Mülltonne um die Ecke. Der Kleine, der gerade abgehauen ist, vertickt es vermutlich gerade. Im Ernst, für diese Scheiße ist er viel zu jung. Und deshalb bist du wegen Drogenbesitzes dran. Kapiert? Verkackt. Was soll ich für euch tun? Uns helfen, so wie es aussieht. Ne? Hey, passt dein Ohrstöpsel? Ja, passt. Und der Sender? Sag mal was. Herr von Stauffenberg. Hey, du Trottel. Du bist nicht von Stauffenberg und auch kein Verräter. Geh einfach rein, schau, ob Tyson da ist und komm wieder raus. Klingt easy. Warum machst du es da nicht einfach selbst? Nix, such Tab mit dem Scanner. Oh.
Dein Scanner ist mit allen Datenbanken auf lokaler und Bundesebene verbunden. Schöne neue Welt. Folge ihm mit dem Scanner, damit er es nicht versaut. Hey, Mann, ich suche Tyson. Tyson? Das ist nicht so einfach, Mann. Komm schon, Mann, jetzt lass mich nicht sehen. Alter, geh nach Hause. Ich muss Tyson sprechen. Ganz ruhig, reiß dich mal zusammen, Bruder. Geh, geh, geh einfach, ist schon okay. Lass ihn. Von denen kenne ich keinen. Lass den Scanner an und finde raus, was hier gespielt wird. Das Ding hat ein digitales Richtmikrofon. Scanne den Bereich und hör zu. Aua, Baby. Voll ans Brett. Immer voll am Brett. Da kann ich mir danken, Alter. Mann, das waren Frauen. Hey, Fidel. Ganz schön dicke Luft hier drin. Ist Tyson da oder nicht? Ja, wir reden gleich. Verstanden. Wir müssen uns da bleiben. Das ist doch alles Kacke, Mann. So ein Bullshit. Früher, in den 80ern, weißt du, da gab es doch echte Teams damals. Hier, Teams wie Los Angeles. Tyson ist da hinten. Du hast 5 Minuten. Ja, danke, Mann. Gab's auch. Und heute? Tap. Was willst du hier? Das ist Tyson. Scan ihn. Wir brauchen Beweise. Fuck. Ich kann Tyson nicht sehen. Tja, ich weiß auch nicht, Mann. Der soll sich bewegen. Hör auf, überall nach mir zu fragen. Das ist zu gefährlich. Tyson, einmal noch. Bitte. Mann, setz dich hin. Ich schau, ob ich was machen kann, okay? No problemo. Kein Problem, Mann. Fickt was hin, ey. Leute. Welche Lampen kommen jetzt da? Moment mal. Wer ist das? Keine Ahnung. Was sollen wir machen? Wo, so geht das nicht, so geht das nicht. Ich scanne so viele von den Typen wie möglich. Scheiße, die sind hinter Tyson her. Komm, wir müssen zu ihm, los! Zentrale, hier 13, hier wird geschossen, wir greifen an! Kindler vor. Alle Einheiten, Schießerei gemeldet. Ecke 3. und 33. Komm schon! Mann, ich pass auf, nimm die Typen fest. Ich hab wohl Leute aus Juarez angeheuert. Juarez? Meinst du echt Nelson Leute aus Juarez? Zeige deine Marke bei der Dreckige. Okay. Geh. Die Marke, okay. Juarez? Aus Atlanta vielleicht? Halt! Die Typen, die hier rumballern. Wer sind die? Keine Ahnung! Keine Ahnung! Scheiße! Drecksbullen! Kein! Okay, okay. Alles klar, Nick. Leute. Notlage Unterstützung. Ja. Nimm den Kerl mit den Haftbefehlen fest. Okay, ganz ruhig. Zack. Sauber, Mendoza. Zentrale, holt den Kerl ab. Ich bin sehr froh, die Mutti. Scheiße, Mann. Klar bin ich nervös. Halt! Polizei! Ist der irre? Was? Ich hab den anderen im Visier.
Hey!
Oh.